Hallo Leute und willkommen auch heute wieder zu einer kleinen Eilmeldung, so zum Freitagnachmittag, wenn auch dieses Mal mit einer sehr unschönen Nachricht, die man eigentlich mit wenigen Worten zusammenfassen könnte. Nämlich mit, es ist Ihnen scheißegal. Nun stellt sich natürlich die Frage, was ist jetzt wem scheißegal? Ja, ganz einfach. Die seit Wochen andauernden Proteste der Landwirte, des Mittelstands, der Logistik, also so ziemlich jeder relevanten Branche in diesem Land, die haben offensichtlich die Riege im Elfenbeinturm eher so semi-gut beeindruckt. Da hat die Griecherei letzte Woche vor dem Kevin von der SPD und vor den Grünlingen offenbar nicht ganz so viel an Effekt gehabt. Was hat sich nun zugetragen? Ihr könnt es in so ziemlich jedem Portal nachlesen. Die Welt hat berichtet, Tagesschau hat berichtet, Lügel hat berichtet. Jeder hat es auf dem Schirm. Denn heute ist durchgepeitscht worden die Abstimmung zur Haushaltsfinanzierung. Und da steht unter anderem so nettes Zeug drin, wie dass man die Landwirte nun schrittweise ins Elend treibt. Eben besagte Abschaffung der Subvention, die keine ist, beim Agrardiesel. Wird ja mal argumentiert, ja, die Landwirte wollen nicht, dass Subventionen gekürzt werden. Nur leider ist es keine Subvention, wenn die Landwirte einfach nur dagegen demonstrieren, nicht noch stärker abgezockt zu werden. Die Landwirte haben kein Geld zusätzlich bekommen, was medial immer ganz gern so dargestellt wird. Nee, sie mussten bisher einfach nur weniger abgeben. Wenn man das als Subvention bezeichnen will, bitte, da habe ich eine etwas andere Definition von. Auch die offizielle Wikipedia-Definition sagt da doch was anderes aus. Denn weniger enteignet, weniger beraubt zu werden, ist für gewöhnlich keine Subvention. Allerdings ist das ja so der herrschende Tenor in der Berichterstattung und auch in der Politik. Nun hat man eben jene Gesetzesverschärfung, dass man den Agrardiesel schrittweise teurer machen möchte, hat man heute durchgepeitscht durch den Bundestag. Wer hat dafür gestimmt? Brauche ich euch, glaube ich, nicht sagen. Hampel, SPD, FDP, Grüne. Dagegen waren die AfD und die CDU. Gab noch ein paar Enthaltungen, aber hat am Ende dann auch keinen Unterschied mehr gemacht. Die Hampel hat diesen Wahnsinn heute durchgeknüppelt. Es ist noch nicht offiziell in Kraft. Es muss erst noch durch den Bundesrat, die wollen sich aber erst am 22. März damit beschäftigen und theoretisch könnte der Bundesrat ja dagegen stimmen, dann wird es in einen Vermittlungsausschuss gehen, ob das nun passiert oder nicht, ist allerdings noch vollkommen offen. Fakt ist jedenfalls, das Ganze zu Kreuze kriechen und bitte, bitte, jetzt macht uns doch und nehmt uns doch nicht die Existenzgrundlage, das hat ganz offensichtlich niemanden bei der Hampel auch nur im Ansatz irgendwo gejuckt. Ihr habt sicher noch vor euch, wie der Kevin da heuchlerisch sich auf die Bühne gestellt hat und da Verständnis gemimt hat. Und bei den Grünlingen sah es auch nicht anders aus letzte Woche in Berlin bei der Demonstration bei der Sternfahrt. Und da kann mir doch keiner erzählen, dass die letzte Woche noch nicht gewusst haben, wie sie diese Woche abstimmen werden. Das ist doch Quatsch. Aber was soll man dazu sagen? Geliefert wie gewählt. Es war von vornherein klar, dass die Hampel diesen Wahnsinn durchziehen will. Und es war ganz genauso klar, dass man mit dem Traktor im Kreis fahren kann, solange man möchte. Und auch das wird die Hampel wenig jucken. In Frankreich sah das etwas anders aus. Da ist ein Großteil der Angriffe auf eben jene Wirtschaftsfähigkeit der Landwirte zurückgenommen wurden. Na gut, die sind da auch ein bisschen härter auf die Barrikaden gegangen als hierzulande. Aber hier war doch eigentlich von Anfang an klar, dass die Hampel genau diesen Irrsinn durchziehen will. Und bisher kam da von Seiten der Verbände auch noch nicht wirklich irgendwas Handfestes für die Betroffenen. Letzte Woche wurde gesagt, ja, man wolle sich ja zusammensetzen, man wolle ja reden, man wolle ja im Sommer mal gucken. Ja, im Sommer haben die Landwirte allerdings keine Zeit, um dann demonstrieren zu gehen, da ist nämlich Erntezeit angesagt. Also alles in allem mal wieder ein Schmierentheater sondersgleichen. Riesengroßes Tamtam, man hat so getan, als würde man ja Zusagen machen wollen, mit den Verbänden ins Gespräch kommen wollen. Und was passiert? Gerade mal eine Woche später, der Irrsinn, der Abzockwahnsinn, der wird einfach durchgepeitscht, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne dass man vielleicht nochmal drüber nachdenkt, ob man da gerade Scheiße baut. Das interessiert da offensichtlich überhaupt niemanden. Nee, man beschließt, ja, wir zocken die Landwirte in den nächsten Jahren schrittweise noch stärker ab. Dann sind sie zwar weder wettbewerbsfähig, noch sind sie irgendwo überlebensfähig in ihrem Betrieb, aber hey, scheiß drauf, wir können ja dann billiges, tatsächlich subventioniertes Getreide von Foderenzki importieren. Das haben wir ja schon finanziert, also können wir es ja dann auch gleich nochmal kaufen. Also es ist doch wirklich ein Armutszeugnis für dieses Land. Wochenlange große Proteste, die mittlerweile immer stärker versucht werden, medial zu diffamieren, was dem einen oder anderen ein bisschen ungelegen kommen, so von Seiten der Politfunktionäre. Die finden das nicht so geil, dass in einem Superwahljahr die Bevölkerung auf die Barrikaden geht. Da setzt man dann irgendwelche Showveranstaltungen der eigenen Parteisoldaten entgegen, karrt sich ein paar Leute ran, die angeblich gegen rechts demonstrieren. Da kann man ganz wundervoll davon ablenken, was in diesem Land tatsächlich schiefläuft, nämlich unter anderem jetzt ganz akut die Landwirtschaft, die in den Ruin getrieben wird und ohne Landwirtschaft keine Lebensmittelversorgung ist eine etwas ungünstige Situation. Aber zurück zur aktuellen Abstimmung.
Sie haben es genauso durchgepeitscht, wie es von Anfang an klar war. Die ganzen, ja, wir reden ja und wir laden ja Verbandsvertreter ein. Es ist offensichtlich eine reine Farce gewesen, eine reine Show gewesen und da weiß nun mittlerweile jeder, was er davon zu halten hat. Die CDU hat immerhin noch einen Gegenantrag eingereicht, Landwirtschaft unterstützen statt ruinieren. Der hat allerdings keine Mehrheit gefunden, wen wundert's. Da hat auch nur die CDU dafür gestimmt. Bei der AfD hat man sich weitestgehend enthalten, fand ich sehr schade. Das ist wieder diese schwachsinnige Parteiklüngelei. Warum hat man dann nicht klar gesagt, ja, wir sind auch für diese Unterstützung der Landwirtschaft, aber dem muss man sich ja enthalten. Aber immer noch besser, als dagegen zu stimmen. Aber selbst wenn sie dafür gestimmt hätten, selbst dann hätte es nicht ausgereicht. Weil die Hampel sich offenbar darauf geeinigt hat, ja, scheiß drauf, wir wollen unsere ideologisch durchzogenen Schwachsinnsprojekte finanzieren. Dafür brauchen wir irgendwo ein bisschen Knete. Und wo können wir die wegnehmen? Ja, unter anderem noch von den Landwirten, die ein kleines bisschen was haben. Wie das nun protesttechnisch in dem Land weitergehen wird, wird sich zeigen. Denn theoretisch kann es noch gestoppt werden. Ja, man kann auch jedes Gesetz wieder rückabwickeln. Das ist grundsätzlich auch eine Möglichkeit. Aber es muss ja noch durch den Bundesrat. Also in der Theorie hätten die Landwirtschaftsverbände und alle anderen, die gerade auf die Straße gehen, durchaus noch die Möglichkeit, diesen Wahnsinn zu verhindern. Ob es dazu kommt oder nicht, wird sich zeigen. Aktuell wird ja mehr so versucht, die Demonstrationen in irgendein negatives Licht zu rücken. How dare you, die bösen Bauern. Das funktioniert blöderweise nicht. Der Rückhalt in der Bevölkerung ist enorm, ganz ähnlich wie in Frankreich. Auch da stehen laut Umfragen wohl 90% der Bevölkerung hinter den Landwirten. Obwohl die da ganz, ganz anders demonstrieren. Straßenblockaden, Gülle irgendwo hinschütten. Das ist offenbar trotzdem bei der Bevölkerung angekommen. Das machen die nicht, weil ihnen langweilig ist. Das machen die, weil wirklich Not am Mann ist. Und zwar aus politischen Gründen. Und das sieht hierzulande ähnlich aus. Hier kuschelt man lieber mit der Politik. Das ist ja mehr so dieses Obrigkeitshörige. Wir kriechen ein bisschen um den Thron und hoffen, dass sie uns nur ein Stöckchen zuwerfen. Das wird wahrscheinlich so nicht zum Ziel führen. Aber immerhin ist der Rückhalt in der Bevölkerung noch immens. Und ich bin nun sehr gespannt, was die Landwirtschaftsverbände, die bitte, bitte, bitte gemacht haben, was die dann nun sagen, wie deren weiteres Vorgehen aussieht. Denn wenn das durchgeht, na dann, gute Nacht, absurdes Handeln der Landwirtschaft. Besonders die kleinen und mittelständischen Betriebe. Die großen, die können sich das sicherlich leisten. Na klar, die machen das über, die holen das über die Quantität wieder rein. Aber die kleineren Firmen, die kleineren Unternehmen, die können das eben nicht. Und genau die werden aktuell systematisch durch diese Politik kaputt gemacht. Und das ist einfach nur ekelerregend. Jetzt aber trotzdem einen wunderschönen weiteren Freitag für euch. Die Chefin will gerade etwas Aufmerksamkeit. Ich düst dann mal rüber zum Stall. Und dann sehen wir uns heute Abend wieder mit den ausführlichen Nachrichten. Flöckchen hatten wir ja auch schon. Wer es nicht gesehen hat, kleines Late Night. Aber ich denke, wir werden heute noch so einiges auf dem Themenzettel haben. Ich habe gerade schon so ein bisschen durchgelesen und die ersten Screenshots gemacht für mein Themenbuch nachher. Wird ein arbeitsreicher Abend, schätze ich. Deswegen bis nachher dann.